Die Rollenspiele von Piranha Bytes sind wie Schnitzel mit Pommes. Hat man es lange nicht mehr gegessen, kann man sich nichts Schöneres vorstellen und während der ersten Bissen ist es auch das geilste Essen der Welt. Doch merkt man ab der Hälfte, dass es eben doch nur Schnitzel mit Pommes ist, wie man es schon viele Male vorher gegessen hat. Auch Elex 2 serviert Spielern erneut das klassische Gericht, das man von Piranha Bytes seit über 20 Jahren kennt und bleibt seiner Formel treu. Wir haben uns ausgiebig durch das Rollenspiel gequatscht, geprügelt und geskillt und klären, warum das Schnitzel, aka gebratene Fleisch, zwar immer noch schmeckt, man dem Koch sein festgefahrenes Rezept aber mittlerweile sehr deutlich anmerkt. Der Planet Magalan. Unsere Heimat. Die Welt von Magalan tanzt regelmäßig Tango am Vulkankraterrand. Nachdem ein Meteorit die Zivilisation zurück ins Mittelalter geschossen hat, brachte er auch den namensgebenden Stoff Elex mit sich. Der setzt bei Einnahme enorme Kräfte frei, macht einen aber auch zum gefühlskalten Eisklotz. Die überlebenden Menschen blieben ihrer Natur treu und gründeten Fraktionen, damit sie sich gegenseitig das Zeug aus dem Leib prügeln können. Am Ende des Vorgängers halten wir in der Haut von Held Jax zwar die Alps als gefährlichste dieser Gruppierungen auf, doch waren die nur Steigbügelhalter für eine noch größere Bedrohung aus dem Weltall. Einige Jahre später treffen die Aliens dann tatsächlich auf Magalan ein und beginnen sofort damit, den gesamten Planeten in ein lila gesprenkeltes Ödland zu transformieren. Das aufzuhalten ist die große Rahmenhandlung von Elex 2. Jax bekommt die Ankunft der außerirdischen hautnah mit, denn sie infizieren ihn prompt mit einer Seuche. Die knockt ihn für mehrere Tage aus, denn wie sich das gehört, startet ihr natürlich mit einem geschwächten Held, der sich erst hocharbeiten muss. Die Krankheit meldet sich außerdem regelmäßig im Laufe des Spiels. Viel mehr als Kopfschmerzen und ein paar Blackouts bekommt ihr davon aber nicht zu spüren. Oh, verdammt, wo bin ich? In den Jahren nach Elex 1 hat Jax zwar eine Weile versucht, die Fraktionen der Welt auf die Bedrohung einzuschwören, die haben ihn aber nur ausgelacht und verscheucht. Mit neuem Elan und den menschenfressenden Argumenten im Gepäck macht er sich erneut auf, um die Welt zu retten. Mit Hilfe des alten Wissenschaftlers Adam gründet er in einer alten Bastion direkt eine neue Gilde. Obwohl ständig davon geredet wird, wie baufällig die alte Ruine doch ist, kann man aber keine großen Veränderungen vornehmen. Zwar heuert man auch einen Baumeister an, doch der verändert höchstens die Inneneinrichtung der eigenen Hütte. Dafür bevölkert ihr das alte Gemäuer im Laufe des Spiels mit immer mehr Soldaten und euren persönlichen Begleitern. Wie im Vorgänger trefft ihr NPCs, die sich euch anschließen. Mit jeweils einem von denen könnt ihr dann gemeinsam losziehen. Von Zeit zu Zeit mischen sie sich in Dialogen mit ein oder melden sich mit kleinen Quests, die Nebenhandlungen vorantreiben. Seid ihr besonders charmant, könnt ihr sogar mit einer von drei weiblichen Begleiterinnen anbandeln. Verhaltet ihr euch wie die Axt im Walde, verabschieden sich eure Begleiter aber auch wieder. Mehr als ein zentraler Sammelpunkt in der Spielwelt ist das eigene Hauptquartier am Ende aber nicht. Dafür, dass die sogenannte sechste Macht bereits zum Spielstart groß aufgezogen wird, wäre hier definitiv mehr drin gewesen. Zum Glück gibt's aber noch genug andere Orte in Elex 2. Die Spielwelt besteht aus neuen Ländereien, die im Vorgänger nicht zugänglich waren, aber auch aus bekannten Gebieten, die umgestaltet wurden. So haben die naturverbundenen Berserker das Fort in der Wüste Tavar eingenommen und den Sandkasten in eine blühende Oase umgewandelt. Wie auch schon in früheren Spielen des Studios steckt in der Erkundung eines der großen Highlights. An jeder Ecke der Spielwelt gibt es irgendwas zu entdecken. Das berühmte Environmental Storytelling funktioniert gut und schmeißt unser Kopfkino regelmäßig an. Beispielsweise, wenn wir darüber grübeln, was zur Hölle hier eigentlich passiert ist. Aber natürlich finden wir auch überall Kram. Das reicht von unnützem Tinnef zum Verscherbeln über Notizen und Audiologs mit kleinen Geschichten bis hin zu mächtigen Waffen oder Treibstoff für unser Jetpack. Der Düsenantrieb ist nämlich auch in Elex 2 wieder elementarer Bestandteil des Movements und wurde sogar noch stark erweitert. So kann man nach entsprechender Aufrüstung wie Iron Man durch die Gegend düsen. Mit dem erwähnten Treibstoff erweitert ihr dann schrittweise eure Bewegungsfreiheit, ein großartiger Kniff, der dann nämlich wieder das Erkunden motiviert. Der Science-Fantasy-Aspekt der Welt ist zwar nach wie vor gewöhnungsbedürftig, wer sich damit anfreunden kann, findet in Elex 2 aber eine nachvollziehbarere Welt. Wo man im Vorgänger nur ab und an mal ein altes Haus findet, darf man jetzt zum Beispiel auch eine Stadt mit Wolkenkratzern erkunden. Einzig die Kamera stört den Entdeckerdrang, die klebt meistens viel zu nah über der Schulter von Jax und lässt sich im Menü auch nicht justieren.
Das Highlight der Erkundung sind natürlich wieder die Lager der Fraktion. Da wuselt das Leben und NPCs gehen ihrem geregelten Tagwerk nach. Eine der großen Neuerungen in Elex 2 ist, dass es diesmal 5 Gilden gibt, statt der üblichen 3. Und das entpuppt sich beim Spielen als eine der größten Stärken. Die Fraktionen bieten nicht nur zahlreiche Quests, um sich hochzuarbeiten, sie sind auch ineinander verzahnt. So muss man sich beispielsweise erst einem Lager anschließen und das anschließend wieder verraten, damit man sich einer anderen Fraktion anschließen kann. Das Herausfinden der Geheimnisse und Spinnen der Intrigen macht einen Großteil des Reizes aus, deshalb wollen wir hier auch nicht zu viel verraten. Kenner des ersten Teils werden aber einige Aha-Momente erleben. Grundsätzlich kann man die Gruppierungen in 3 Hauptgilden und 2 Nebengilden unterteilen. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Piranha-Bytes-Spiele müsst ihr euch aber nicht zwingend einem Lager anschließen und könnt das Spiel sogar fraktionslos abschließen. Das macht das Leben aber eigentlich nur schwerer, denn die stärksten Rüstungen und Waffen bekommt ihr nur innerhalb der Fraktionen und die Gilden sind nicht mehr so gut auf euch zu sprechen. Das Durchspielen als Abtrünniger ist aber ein Wunsch der Fans, den Piranha-Bytes endlich erfüllt. Die Quests bestehen zwar meistens aus simplen Bringen-, Hohl- und Kampfaufgaben, doch sind sie immer wieder in nette Geschichten eingewoben. So müssen wir einen Händler vom Lager der Berserker in die Grotte der Morkons bringen. Anstatt aber nur schnöde von A nach B zu latschen, reichert Piranha Bytes den Ausflug mit kleinen Unteraufgaben an. Wir kommen am Grab eines Freundes des Händlers vorbei. Wir jagen etwas Essbares, schlagen ein Lager auf für die Nacht und reisen erst am nächsten Tag weiter. Das kann man langweilig finden, schließlich erreicht man das Ziel auf direktem Wege locker in 10 Minuten, doch steigert das eben die Atmosphäre ungemein. In diesen Momenten tauchen wir voll in die Welt von Magalan ab, lernen ihre Bewohner kennen und verlieren uns stundenlang in Elex 2. Einige Ungeduldige bringen sich auch einfach selbst um. Die Dialoge sind gewohnt kantig und wenn euch ein NPC nicht leiden kann, dann sagt das auch. Hey, du Flitzpiepe, was rennst du hier durch meinen Krempel? Über leichte Entscheidungsmöglichkeiten in den Gesprächen definiert ihr außerdem eure Gesinnung zwischen schöpferisch und zerstörerisch. Großen Einfluss auf die Story hat das System aber nicht. Leider hat sich Piranha Bytes diesmal aber auch ein paar Fehlgriffe in der deutschen Vertonung geleistet. So kommt es immer wieder vor, dass Betonungen nicht sitzen und der Sinn eines Satzes verloren geht. Im Großen und Ganzen umrahmt die Sprachausgabe aber die atmosphärische Gestaltung der Quests. Der alte Knacker verkauft mir sein Zeug zu Wucherpreisen. Sobald ich mir das Maul über ihn zerreiße, dreht er die Preise nach oben. Also grüße ich freundlich und wünsche ihm die Pest an den Hals. Dummerweise liegt hier aber auch die größte Krux am gesamten Spiel. Der tolle atmosphärische Aufbau nimmt nämlich ab der Hälfte des Spiels kontinuierlich ab und bleibt ab dem 3. von 4 Kapiteln vollends auf der Strecke. Wo wir anfangs in jedem Lager mit abwechslungsreichen Aufgaben überschüttet werden, bekommen wir zum Ende hin nur noch stumpfe Hautrauf-Quests. Auftraggeber schicken uns am Ende nur noch von A nach B, um dort ungelogen 40 bis 50 Gegner umzuhauen. Und das mehrmals von verschiedenen Auftraggebern. Stellenweise müssen wir sogar Spielzeit verstreichen lassen, bevor uns ein Hauptcharakter eine neue Aufgabe gibt, die uns in der Geschichte voranschreiten lässt. Könnte man noch verschmerzen, wenn man noch ein paar Nebenquests erledigen könnte, aber die werden zum Ende hin ebenfalls rar. Das ist dreiste Spielzeitstreckung und erstickt den Spielspaß im Keim. Gerade durch die Versprechungen von Piranha Bytes, die Spielwelt dichter gestalten zu wollen, enttäuscht es enorm, dass sie erneut die Fehler der Vergangenheit wiederholen und das Ende so stark vom Rest abfällt. Glücklicherweise gilt aber ebenfalls wieder, dass die Spielzeit ungleichmäßig auf die 4 Kapitel verteilt ist. So kann man durchaus 20 bis 30 Stunden im tollen ersten Kapitel verbringen. Insgesamt haben wir für einen kompletten Durchlauf um die 50 Stunden benötigt. Viele Kloppereien zum Ende hin wären ja nicht ganz so schlimm, wenn das Kampfsystem motivieren würde. Leider ist das aber ebenfalls eine Schlacht, die Piranha Bytes seit Jahren vergeblich schlägt. Kenner von Elex 1 können zumindest aufatmen, denn der Combo-basierte Kampf von damals weicht einem freieren System. Das erinnert stark an Souls-Likes. Ihr unterscheidet zwischen schnellen und schweren Angriffen, Blocken, Treten oder einer Ausweichrolle. Alle Bewegungen verbrauchen Ausdauer. Die Gegner besitzen ebenfalls einen Stamina-Balken und ist der weg, gehen sie kurz zu Boden. Das hört sich abwechslungsreich an, doch kann man die meisten Gegner so lange mit kurzen Schlägen eindecken, bis sie zu Boden gehen. Anschließend setzt man einen schweren Schlag und das Ganze beginnt von vorn. Zwischendurch weicht man kurz zurück, um die Ausdauer zu füllen oder um einen Heiltrag einzuwerfen. Zwar gibt es Gegner, deren Stamina-Leiste sich nicht zusammenschlagen lässt, aber da haut man eben nur mit kurzen Angriffen drauf, bis sie umfallen. Dauert halt länger. Höchstens menschliche Kontrahenten erfordern etwas mehr Taktik, da sie auf das gesamte Waffenarsenal zurückgreifen dürfen. Doch wirklich herausfordernd werden die Kämpfe nur, weil manche Gegner eben enorm viel Schaden austeilen.
Außerdem ist die KI nicht besonders helle. Gegner ohne Fernkampfangriff haben beispielsweise Totalaussetzer, wenn man mit dem Jetpack abhebt. Dann rennen sie halt einfach weg. Das Arsenal ist dafür angenehm groß. Es gibt schnelle Einhandwaffen mit Schilden und schwerfällige Zweihandprügler. Fernkampfwaffen wie Bogen, Armbrust oder Laserknarre. Große Schießprügel wie Granatwerfer und natürlich Magie. Das Design der Gegner ist ebenfalls gut gelungen. Gerade die Kreaturen der lila Aliens sehen schön abgefahren aus. Aber auch die einheimischen Monster sind toll designt und haben uns das ein oder andere Mal zurückweichen lassen. Wer sich nämlich an zu starke Viecher wagt, der wird unangespitzt in den Boden gestampft. Was uns zu einem weiteren Highlight bringt, dem Progressionssystem. Wie zu Anfang kurz erwähnt, müssen wir uns auch in Elex 2 zur Kampfmaschine hocharbeiten. Und hier glänzt Piranha Bytes mit einem über die Jahre bewährten System. Mit jedem Levelaufstieg erhalten wir Lern- und Attributspunkte. Letztere werden frei verteilt über Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz und Gerissenheit. Sehr cool ist, dass sich Charaktereigenschaften wieder direkt auswirken. Skillen wir also alles auf Geschicklichkeit, steigert sich dadurch unser Fernkampfschaden. Mit den Lernpunkten laufen wir dann zu Lehrern, die uns ihre Fähigkeiten beibringen. Die Skilltrees sind zahlreich und manche sogar fraktionsexklusiv, wirken sich aber auch spürbar aus. Lernen wir besser mit dem Schwert umzugehen, dann hauen wir anschließend auch mit spürbar mehr Bums zu. Das motiviert und gibt ein tolles Fortschrittsgefühl. Unterstrichen wird das vom umfangreichen Crafting-System. Haben wir die entsprechenden Skills gelernt, können wir Tränke brauen, Essen kochen, unserer Ausrüstung Buffs verpassen oder uns Waffen zusammenschrauben. Das ist sogar essentiell, denn von besiegten Gegnern erbeuten wir meist nur beschädigte Prügel. Finden wir mehrere davon, klöppeln wir uns in einem zweistufigen System verbesserte Versionen daraus. Zusammengehalten wird das alles natürlich vom letzten großen Elefanten im Raum. Der Technik. Zwar zaubert Elex 2 durchaus schöne Landschaften und atmosphärische Lichtstimmungen auf dem Bildschirm, doch spätestens beim Anblick der Charaktere fühlt man sich ins letzte Jahrzehnt zurückversetzt. NPCs, aber auch Monster bewegen sich steif und ungelenk. Gegenstände klippen ständig durch Körperteile und die Gesichter kommen direkt aus der Uncanny Valley-Hölle. Wir werden mehr als eine. Gerade weil Piranha Bytes seine Geschichte dichter erzählen will und immer wieder kleine Zwischensequenzen einbaut, fällt die altbackene Grafik umso mehr auf. Da möchte man in einer Rückblende zeigen, wie glücklich man mit dem eigenen Sohn spielt, doch machen die toten Fratzen jegliche emotionale Bindung zunichte. Natürlich kann ein Entwicklerteam mit 30 Personen kein Horizon Forbidden West hinstellen, doch muss man hier dringend nachbessern oder eben eine andere Art der Inszenierung finden, die nicht mit einem großen roten Pfeil auf das schwache Technikgerüst zeigt. Dazu gesellt sich eine schlechte Optimierung. Auf unserem Testrechner mit Nvidia RTX 3080 und Intel i7 12700K schwankte die Framerate in 4K fröhlich zwischen 30 und 60 Frames, fällt aber in anspruchsvollen Situationen mit vielen Gegnern auch mal darunter. Dann ruckelt's also. Vor allem beim Fliegen sieht man außerdem die Welt unschön aufploppen. Noch schlimmer sieht es auf den Konsolen aus. Auf der aktuellen Gen von PS5 und Xbox Series wurde die Sichtweite etwas reduziert und vor allem Schatten brauchen teilweise mehrere Sekunden zum Nachladen. Dadurch gibt es vor allem in Bereichen mit viel Fackelschein ständige Pop-ins, die merkbar die Atmosphäre zerstören. Das Schlusslicht bilden Xbox One und PS4, die laufen mit 30 FPS, aber können es nie durchgängig halten. Bei schnellen Drehungen oder beim längeren Fliegen kommt es immer wieder zu Rucklern, was den Spielspaß noch mehr trübt. Fernab der rumpeligen Technik ist das Spiel bis auf ein paar Kleinigkeiten größtenteils bugfrei. Manchmal ist unser Held zum Beispiel ein bisschen zu sehr über sich hinausgewachsen. Am Ende kann man Elex 2 mit einem Begriff zusammenfassen. Das prototypische Spiel von Piranha Bytes. Es hat all die Stärken, die man von den Rollenspielen der Essener kennt und es setzt sie stellenweise richtig gut um. Und gleichzeitig macht man aber auch wieder all die Fehler, die man bereits seit Jahren macht. Wer also mal wieder richtig Bock auf das deftige Ruhrpott-Schnitzel hat, wird seinen Spaß definitiv haben. Wer sich allerdings erhofft, dass man die Rezeptur endlich mal verbessert hat, der wird derbe enttäuscht. Könnt fast glauben, du denkst, ich wäre dumm. Ich mag dein Gesicht nicht. Also bleibst du draußen. Wie sieht's bei euch aus? Schmeckt euch das Piranha Bytes Rezept noch wie am ersten Tag oder habt ihr auch Kritik? Schreibt's uns in die Kommentare. Lasst uns auch ein Abo und ein Like da, das unterstützt uns. Und für mehr Infos zu euren Lieblingsspielen, checkt pcgames.de. Sag mal, hast du sie noch alle? Hab ich das gerade richtig gehört? Lässt du hier jemanden nicht rein, weil dir sein Gesicht nicht gefällt?
Du lässt den Mann gefälligst durch. Ich hab dich eingestellt, um Betrunkene rauszuschmeißen, nicht um zahlende Kunden fernzuhalten. Aber...